Die Deep State Mafia betreibt beide politischen Parteien. Unser nächster Gast befasste sich jahrelang mit Jeffrey Epstein, Peter Thiel und der Deep State Staatsmafia, die unsere Regierung steuert. Wenn du dich einmal richtig tief mit diesen Sachen auseinandergesetzt hast, dann kannst du deine Stimme nicht mehr in der Wahlurne sterben lassen. So. Weil du weißt, dass die uns alle verarschen auf eine gewisse Art und Weise, so weißt du? Ein Beispiel für die andere Seite der Dinge, die Seite der Demokraten, ist, dass die Leute vielleicht wissen, dass Bidens wichtigste Geheimdienstmitarbeiterin seit seinem Amtsantritt Avril Haines ist, die unter der Obama-Regierung John Brennans Stellvertreterin bei der CIA war und auch eine Figur in der Veranstaltung 201, einer Pandemiesimulation im Jahr 2019, gespielt hat. Und Avril Haines ist auch eine langjährige Beraterin von Palantir, richtig? Guck dir mal an, diese Verbindungen, die die gerade da zeichnet. So. Der Thiel-Typ finanziert Trump und so schließt sich der Kreis. Und dann siehst du, dass das alles eine Bande ist. Es handelt sich um die Privatisierung eines Massenüberwachungsapparates. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf den Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, nachdem leider gerade das letzte Video abgebrochen wurde von YouTube, weil da urheberrechtlich gesperrte Inhalte drin waren. I don't like that, man. Aber ich habe eine Alternative rausgesucht, welche heißt Whitney Webb. Die Deep State Mafia betreibt beide politischen Parteien. Ist ein wichtiges Thema, gerade in heutigen Zeiten, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass viele Menschen sich wieder von der Politik um die Finger wickeln lassen. Und ich bin ja persönlich auch der Meinung, dass du da nicht wirklich einen Einfluss drauf hast, wo die Welt hingeht, wenn du ein Kreuzchen einfach in der Wahlkabine machst und deine Stimme in der Wahlurne sterben lässt. So. Weißt du? Und deswegen finde ich das ein wichtiges Video und deswegen gehen wir da jetzt auch rein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert diesen Kanal. Und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los! Nun, die republikanischen Delegierten auf dem RNC wollen, dass Präsident Trump im Falle seiner Wiederwahl die Kundenliste von Jeffrey Epstein veröffentlicht. Sie wollen natürlich antworten, das wollen wir alle. Sie wollen wissen, welche korrupten Demokraten sind auf der Liste. Ein Delegierter wurde sogar während eines CNN-Berichts gefilmt mit dem Release the Epstein Client List T-Shirt, was viral ging. Aber es könnte... Krass. Nicht geil. ...gefallen, was sie... Bro. Außer der Epstein selber, der in den Knast gekommen ist und diese Ghislaine Maxwell wurde ja auch, glaube ich, in Urhaft oder so irgendwas. Aber Leute, die da waren und die haben ja auch angeblich Videomaterial, der hat in jedem Zimmer Kameras gehabt und so. Da kannst du mir nicht erzählen, dass es da nicht genug Beweismaterial gibt, um die ein oder anderen Jungs innen hinter Gitter zu bringen. Aber diese Jungs innen sind viel zu mächtig, Digga. Die sind viel zu mächtig, Bro. Wenn diese Liste veröffentlicht wird und wenn wir anfangen, in diesen Verbindungen zu graben, besonders wenn man sich erinnert, dass es eine Einheitspartei in den USA gibt, sehr wenig Tageslicht zwischen der Republikanischen Partei und der Demokratischen Partei. Tatsächlich. Geil, der Typ im Hintergrund eben, ne? Feier ich. Einer der größten Milliardenspender des RNC, darunter J.D. Vance, ist ein Mann namens Peter Thiel, der Palantir-Mitbegründer. Unser nächster Gast befasste sich jahrelang mit Jeffrey Epstein, Peter Thiel und der Deep State Staatsmafia, die unsere Regierung steuert. Viele Menschen wollen davon nichts hören. Und die Mainstream-Medien, die in den letzten Tagen über das RNC berichteten, zeigten zu diesem Thema totales Schweigen, was ziemlich viel aussagt. Unser nächster Gast ist Whitney Webb, sie ist diese Journalistin. Tatsächlich veröffentlichte sie gerade ein brandneues Stück über Peter Thiel und seine Verbindungen zu all dem Geld, das in die Unipartei fließt. Und Whitney ist heute bei uns. Whitney, schön, dich zu sehen, wie immer. Schön, hier zu sein. Danke, dass ich wieder dabei sein darf, Clayton. Whitney, die Jutze, die ist sympathisch, ne? Die hat auch einen guten Plan. Mein Vergnügen. Es ist interessant, wie die Mainstream-Medien in den letzten Tagen über den RNC berichteten. Sie wissen, sie haben alle Stände dort in Milwaukee. Sie diskutieren mit all den verschiedenen Republikanern, die dort durch die Hallen gehen. Sie haben sie in ihrer Sendung. Jeder von Sean Hannity sagt, hey, komm mal her, Rhonda, Santa, setz dich zu uns und rede mit uns. Und so gibt es eine Menge echter Zusammenarbeit zwischen den Journalisten, die in diesem Raum sind, und den Politikern. Es gibt sehr wenig Tageslicht überhaupt. Der einzige Journalismus, der auf dem RNC gerade stattfindet. Zunächst einmal, überrascht dich das überhaupt? Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Aber ehrlich, wenn man sich die Berichterstattung der Mainstream-Medien anschaut und wenn sie an Orten wie dem Weltwirtschaftsforum in Davos Interviews geben, dann herrscht dort eine gewisse Gemütlichkeit. Und wenn sie versuchen, Exklusivinterviews mit den wichtigsten Persönlichkeiten des RNC zu bekommen, was natürlich im Moment viel mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird wegen der Kampagne der Demokraten und Bidens möglichem Rücktritt, all das ist im Grunde wie im freien Fall.
Ich denke, sie haben dort einen erneuten Fokus, besonders weil alles dort passiert. Und der jüngste Anschlag auf Trump am Wochenende wird meiner Meinung nach dazu führen, dass viele Leute in den Mainstream-Medien glauben, und ich denke auch nicht, dass das falsch ist, dass Trump der wahrscheinlichste Sieger im November wird. Safe. Die Mainstream-Medien werden also definitiv darauf bedacht sein, wieder auf die gute Seite der RNC zu kommen. Denn ein großer Teil ihres Erfolges, so könnte man sagen, wenn es darum geht, exklusive Interviews und Geschichten zu bekommen, hängt mit dem Zugang zusammen, insbesondere zu der Seite des Zwei-Parteien-Systems, die gerade an der Macht ist. Also nicht so schockierend. Ja, es ist nicht schockierend zu sehen, dass die Medien da wirklich einen Gleichschritt gehen. Es gibt also sehr wenig kritische Berichterstattung, die dort passiert. Das ist eine Geschichte, die die Mainstream-Medien zu meinem Erstaunen ignorieren, nämlich die Menge an Geld, die jetzt fließt. Woher kommt es? Und das ist sozusagen die dunkle Seite von all dem. Der linke und der rechte Flügel gehören zum selben Vogel. Du hast erfasst, mein Jutzer. Exactly. Du hast also diesen neuen Artikel über Peter Thiel veröffentlicht. Du berichtest schon seit vielen, vielen Jahren über ihn und seine Beziehung zu all diesen Milliarden von Dollar, die jetzt in die republikanische Partei fließen. Kannst du uns sagen, wer Peter Thiel ist? Warum konzentrieren wir uns jetzt auf ihn, angesichts der Tatsache, dass J.D. Vance zum Vizepräsidentschaftskandidaten aufstieg? Richtig. Der Grund, warum Thiel ins Gespräch gekommen ist, ist die Tatsache, dass er nicht nur für J.D. Vance politische Karriere und seinen politischen Erfolg verantwortlich ist, sondern auch für seine frühere Karriere als Risikokapitalgeber. Sie lernten sich zum ersten Mal kennen, als Vance an der Yale Law School studierte und einen Vortrag von Peter Thiel anhörte. Einige Jahre nach seinem Abschluss an der juristischen Fakultät wurde er für eine von der Thiel mitbegründeten Investmentfirmen namens Mithril Capital angeworben und war dort für ein paar Jahre. Später trat er einigen anderen prominenten VC-Firmen bei, zum Beispiel einer, die mit dem AOL-Mitbegründer Steve Case verbunden war und leitete dort mit ihm den Rise of the Rest Fund. Einige ihrer größten Geldgeber dieses speziellen Fonds waren Leute wie Jeff Bezos von Amazon und auch die Walton-Familie von Walmart, die eine sehr enge Beziehung zu Hillary Clinton und der Clinton-Familie im Allgemeinen haben. Später beschloss er, für ein Amt zu kandidieren und erhielt 15 Millionen Dollar an Spenden von Peter Thiel für seine erfolgreiche Senatskampagne. Und weißt du, Vance war, wie die Leute seit seiner Nominierung bemerkt haben, ursprünglich, als er auf die Wahlkampftour ging, ein Never-Trumper. Und sein Wiedereintritt in Trumps Gunst wurde direkt von Peter Thiel ermöglicht, der ein wichtiger Spender für Trumps ersten Wahlkampf und sehr einflussreich in seinem Übergangsteam während seiner ersten Amtszeit war. Und so kann Peter Thiel, so würde ich argumentieren, zu Recht als eine Art führende Hand hinter Vance bezeichnet werden. Als am Wochenende bekannt wurde, dass Vance Trumps Vizepräsident werden würde, sprachen Peter Thiel und viele Leute, die mit der sogenannten PayPal-Mafia zu tun haben. Peter Thiel ist wiederum Mitbegründer von PayPal. Zu diesem Netzwerk gehören zum Beispiel Elon Musk und David Sachs. Sie haben angekündigt, dass sie die Trump-Kampagne stark unterstützen werden, ebenso wie Palantir Technologies, ein Unternehmen, das von Peter Thiel mitbegründet wurde, sowie ein weiterer Mitbegründer von Palantir, der enge Beziehungen zu Peter Thiel unterhält. Ein Joe Lonsdale. Ein Großteil. Das ist viel zu deep, meine lieben Freunde. Ich schwör's dir, das ist crazy. Also, ich finde das sehr, sehr interessant gerade. Und da merkst du, wie tief das geht so. Weißt du? Es ist nicht einfach so, ja, der hat im Interview ein paar geile Sachen gesagt, deswegen vertraue ich dem jetzt und ich wähle den jetzt. Das geht viel tiefer, als die meisten Leute denken. Und die meisten Leute haben halt auch keinen Bock, sich mit deep mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Ich sehe das schon hier im Chat, schnarch und so. Kein Bock, dies, das. Das sind dann genau die Kandidaten, die sich dann wieder von irgendeiner Partei um die Finger wickeln lassen und wieder irgendwas wählen, weil die gar keinen Bock haben, sich mit den Sachen tief auseinanderzusetzen. Weil wenn du dich einmal richtig tief mit diesen Sachen auseinandergesetzt hast, dann kannst du deine Stimme nicht mehr in der Wahl ohne sterben lassen. So. Weil du weißt, dass die uns alle verarschen auf eine gewisse Art und Weise, so weißt du? Geld ist aus diesem speziellen Thiel-Netzwerk, ist also in ein Multimillion-Dollar-Superpaket mit einigen der größten Namen im Silicon Valley Venture Capital und im Silicon Valley im Allgemeinen geflossen. Was also ist Palantir für die Zuschauer, die nicht wissen, was Palantir ist und warum wir uns vielleicht Sorgen darüber machen sollten? Ich meine, dass in der Politik ständig Geld fließt. Warum sollten wir darüber besorgt sein? 45 Millionen Dollar fließen allerdings in die Trump-Kampagne. Was erhoffen Sie sich von diesem Geld? Und steckt das Geld nicht einfach hinein?
und freut sich darüber. Man hofft auf ein Ergebnis, richtig? Man hofft auf ein Ergebnis. Was ist das Ergebnis? Nun, es gibt eine sehr lange Antwort auf die Frage, was Palantir ist, und eine kurze Antwort. Und ich würde dir gerne beides geben. Aber wir fangen mit der kurzen Antwort an. Im Wesentlichen ist Palantir das CIA-finanzierte Unternehmen, das Amerikaner über ihre Online-Aktivitäten als subversiv labelt. Für die CIA. Es wird eine wichtige Rolle im Zentrum des kommenden Krieges gegen den nationalen Terror spielen. Und wenn man weiß, wie sich der Krieg gegen den inländischen Terror über die verschiedenen letzten Regierungen hinweg entwickelt hat, wirklich seit der Schaffung des DHS unter der George W. Bush-Regierung, dann macht der Rahmen für den Krieg gegen den inländischen Terror, einschließlich des von der Biden-Regierung vor ein paar Jahren veröffentlichten Rahmens, sehr deutlich, dass der Krieg gegen den inländischen Terror dazu gedacht ist, abweichende Meinungen auf der Linken wie auf der Rechten ins Visier zu nehmen. So. Amerikaner, die gegen eine wahrgenommene Übervorteilung durch die Regierung protestieren oder die sich jeder Form des Kapitalismus widersetzen, einschließlich des Stakeholder-Kapitalismus, dem Ford-Kapitalismus, des Weltwirtschaftsforums zum Beispiel. Und leider war dies eine Agenda, die nicht nur von der Biden-Administration, sondern auch von der Trump-Administration und davor von der Obama-Administration und natürlich... Da gibt's Themen, die werden gleichermaßen vorangetrieben, so. Kontrolle. Bush-Administration vorangetrieben wurde. Es ist eine überparteiliche Agenda. Die Unipartei. Crazy, Alter. Bro, Leon, das ist zu heavy shit. Ich bin drin. Ich bleib auch drin. Jetzt gerade. Das ist nämlich sehr interessant und auch sehr wichtig, Alter. Sorry, wenn das für euch ein bisschen zu harter Tobak ist, aber ich finde das... Also, das sind die Sachen, die uns in der Zukunft am meisten beschäftigen werden. Das geht doch jetzt schon los und ich sitze hier gerade und mache einen Kanal. Weißt du, wie ich meine? Ich habe einen YouTube-Kanal und diese Sachen zielen genau darauf ab. Das, was die gerade erzählt, das wird uns in der Zukunft beeinflussen, ob wir noch unsere Meinung frei äußern dürfen, ob wir überhaupt noch Videos angezeigt bekommen, wo einer sitzt, der ein bisschen kritisch hinterfragt und so. Das wird in Zukunft alles versucht werden zu wird in Zukunft auf jeden Fall versucht, alles zu bekämpfen. Jeder, der eine abweichende Meinung hat, wird gecancelt. Denen seine Videos werden gelöscht, Kanäle werden gelöscht. Diese ganzen Sachen so, das wird auf uns zukommen. Exakt. Es ist ja schon da. Wir haben es gesehen während Corona zum Beispiel. Es gibt Themen, wenn du über die redest, dann wird dein Kanal geshadowbanned, der wird runtergewirtschaftet, so, dass du nicht mehr stattfinden kannst, weißt du? Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und Palantir hat sich weiterentwickelt. War einfach der bevorzugte Auftragnehmer für diese Aufgabe in jeder Regierung. Egal, ob Republikaner oder Demokraten. Ein Beispiel für die andere Seite der Dinge, die Seite der Demokraten, ist, dass die Leute vielleicht wissen, dass Bidens wichtigste Geheimdienstmitarbeiterin seit seinem Amtsantritt Avril Haines ist, die unter der Obama-Regierung John Brennans Stellvertreterin bei der CIA war und auch eine Figur in der Veranstaltung 201, einer Pandemiesimulation im Jahr 2019, gespielt hat. Und Pandemiesimulation 2019. Bruder, diese Frau, ich sag dir ehrlich, ne, diese Whitney Webb, die hat's mies auf dem Kasten, jo. Die ist mies in der Recherche drin, Digga. Aber ganz mies. Die hat Infos teilweise, die haben ganz viele Leute haben die nicht. Deswegen wird die auch übersetzt und so. Die ist crazy. Avril Haines ist auch eine langjährige Beraterin von Palantir, richtig? Sie kultivieren als... Guck dir mal an, diese Verbindungen, die gerade da zeichnet, so. Weißt du, wie ich meine? So. Und dieser Palantir-Thiel-Typ finanziert... in fucking Trump und so schließt sich der Kreis. Und dann siehst du, dass das alles eine Bande ist. So. Aktiv mächtige Leute auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Und während Peter Thiel sich definitiv als rechtsorientiert oder liberal bezeichnet, prahlt sein Mitbegründer bei Palantir und derzeitiger CEO Alex Karp oft damit, den Aufstieg der extremen Rechten in Europa gestoppt zu haben. Und hat beschrieben, dass viele seiner Entscheidungen im Unternehmen Palantir von einer tief sitzenden Angst angetrieben werden, dass er von christlichen Konservativen in den Vereinigten Staaten ermordet werden könnte. Es handelt sich also definitiv um ein Unternehmen, das beide Seiten anspricht und Teil dieser überparteilichen Agenda ist, die sowohl die Linke als auch die Rechte ins Visier nimmt. Was die lange Antwort angeht, so ist es wichtig, die Geschichte von Palantir zu verstehen und zu wissen, woher das Unternehmen kommt. Es handelt sich um die Privatisierung eines Massenüberwachungsapparates, der von den Neokonservativen unter Bush und... Massenüberwachungsapparat, Bruder. Yo, ich hab da mich gar nicht mit auseinandergesetzt mit dieser Firma Palantir.
Reagan in den 1980er Jahren entwickelt wurde. Einige Leute, die mit dem Iran-Contra-Skandal der 1980er Jahre und insbesondere mit den Anhörungen vertraut sind, haben eine Frage von einem Senator oder Kongressabgeordneten, ich weiß nicht mehr von wem, über die Kontinuität der Regierungsprotokolle zu Oliver North gestellt. Und die Anhörung wurde daraufhin abgebrochen, sodass North nicht einmal auf die Frage antworten oder sich auf den fünften berufen musste oder ähnliches. Und im Wesentlichen ging es bei den Kontinuitätsprotokollen der Regierung um eine Datenbank von Amerikanern mit dem Namen MainCore, die mit der Promise-Software entwickelt worden war. MainCore war eine Datenbank von Amerikanern, die von der Regierung als unfreundlich eingestuft wurde und in Zeiten einer nationalen Krise inhaftiert werden könnten. Und laut der Dokumentation könnte als nationale Krise angesehen werden, innere Unruhen, massenhafter Dissens, gewaltfreier Dissens gegen eine militärische Intervention der USA im Ausland. So könnte zum Beispiel ein massiver, gewaltfreier Protest gegen die US-Invasion in einem fremden Land dies auslösen. Neben vielen anderen Dingen, eine Pandemie, eine Finanzkrise. Erinnerst du dich daran, dass während der Finanzkrise 2008 über die Verhängung des Kriegsrechts in den Vereinigten Staaten gesprochen wurde? Diese Datenbank ist also nie verschwunden. Man hat gesehen, dass sie benutzt wurde während des 11. September 2001 im Weißen Haus. Das letzte Mal, dass die Mainstream-Medien darüber berichteten, war in einem jetzt nicht mehr existierenden Magazin namens Radar. Damals, im Jahr 2008, standen 3 Millionen Amerikaner auf dieser Liste. Die Amerikaner wissen nicht, ob sie auf der Liste stehen, aber yo, das ist crazy, Bro. Glaub mir mal, meine lieben Freunde, wenn es in Deutschland auch so eine Liste gibt und die gibt es, wir stehen drauf. So. Aber das passt für mich auch so. Aber das muss man sich halt mal bewusst machen, Digi. Und dann kannst du, wenn irgendwas passiert, sofort in den Knast gesteckt werden, weil du quasi jemand bist, der eine Gefahr für den Staat und für die Sachen, die der Staat umsetzen möchte, bist, so. Vermutlich gibt es sie noch. Und Palantir ist seit seiner Gründung eine der, ist im Wesentlichen die Software, die für die Regierung feststellt, ob man auf dieser Liste steht oder nicht. Denn es ist eine Data-Mining-Firma, oder du weißt, sie bietet Software an, die diese Datenmassen, die die NSA und all diese anderen Geheimdienste, all diese Daten, die sie über die Amerikaner im Rahmen dieses Überwachungsprogrammes ohne richterliche Anordnung sammelt, in verwertbare Informationen umwandelt und im Grunde genommen Profile von Amerikanern erstellt. Und diese spezielle Gruppe, die Main Corps entwickelt hat, hat nach dem 11. September versucht, in direkter Zusammenarbeit mit der CIA ein Programm namens Total Information Awareness zu entwickeln, das später vom Kongress gestrichen und nicht mehr finanziert wurde. Und Total Information Awareness sollte von dem Mann gelesen werden, der als der Pate der modernen Überwachung gilt, John Poindexter, am besten bekannt als Reagans nationaler Sicherheitsberater während des Iran-Contra und die Person, die für schuldig befunden wurde, im Zusammenhang mit Iran-Contra angeklagt wurde, das höchstrangige Mitglied der Reagan-Regierung. Er war also für dieses Programm verantwortlich, das, wie gesagt, das Ziel hatte, Terroranschläge, Pandemien und bioterroristische Ereignisse zu verhindern, bevor sie passieren können. Dies geschah also im Gefolge des 11. September und der Anthrax-Anschläge von 2001. Und im Wesentlichen hofften sie, all diese Daten zu bekommen. Nicht nur darüber, was die Amerikaner online taten, sondern auch über ihre Einkaufsgewohnheiten, was sie kauften, wofür sie ihr Geld ausgaben und ihre... Das wurde alles schön im Nachhinein genutzt dafür, um die Bevölkerung noch mehr zu kontrollieren und auszuspionieren. Unter dem Deckmantel von der Terrorbekämpfung. Aber am Ende des Tages geht es einfach um die totale Kontrolle, Bro. Kannst du mir erzählen, was du willst. Sobald einer auskreist und irgendwann haben die Leute, wenn diese Chips um die Ecke kommen, 80-90% der Leute, NPCs, die werden sich diese Chips auch reinpflanzen und irgendwann musst du nur daran denken, nicht zu folgen, was der Staat sagt, wenn Pandemie um die Ecke kommt und du wirst direkt gecatcht. So. So. Wie, du hast daran gedacht, vielleicht rauszugehen während Ausgangssperre? Ab in Knast, mein Jutster. Oder die stellen dir einfach mal ganz kurz dein Bankkonto aus, was du bei der Zentralbank dann nur noch hast, so. Oder schrauben dein Social Score Credit System runter. Bruderherz, die Zukunft wird auf jeden Fall spannend. Spannend. Ich befinde mich dann irgendwo auf einer einsamen Insel irgendwo mit der ganzen Love Gang. Und wir schaukeln da unsere Eier, Digga, da machen wir nicht mit.
Gesundheitsdaten. Und im Laufe der Zeit hat Palantir im Grunde all das bekommen. Und deshalb wurde Palantir während Covid-19, insbesondere während der Trump-Regierung, zum bevorzugten Auftragnehmer für die Sammlung und Analyse von Covid-19-Gesundheitsdaten. Krass! Und es wurde auch bei der Operation Warp Speed eingesetzt, um zu bestimmen, welche Bevölkerungsgruppen welche Impfstoffe erhalten sollten und wie viele. Und ein großer Teil dieser Daten beinhaltet sensible Gesundheitsdaten von Amerikanern, demografische Daten. Und weißt du, ich habe damals in einer Serie mit dem Titel Warp, Speed und Race argumentiert, dass es besonders motiviert war, Minderheitengemeinschaften zu diesem Zeitpunkt mit dem Covid-19-Impfstoff zu impfen. Palantir ist also wirklich ein Unternehmen, über das viele Leute mehr wissen sollten. Crazy, ich war da gar nicht drin in der Recherche. Ich sag dir, die Whitney ist echt so ein... Bro... Whitney Webb ist Killer, Digga. Sei ehrlich, Chat, wer feiert Whitney Webb? Also ich bin richtiger Fan schon. Jetzt zweite Video von ihr, was wir uns reinziehen. Ich mag die voll. Die knallt die Infos raus, die sind heftig. Und teilweise auch wirklich erste Mal gehört die Sachen so, ne? Und es ist meiner Meinung nach sehr beunruhigend, dass das Unternehmen so viel Geld direkt an die Trump-Kampagne spendet. Und dass zwei seiner Mitbegründer das auch tun. Palantir ist wiederum nicht das einzige beunruhigende Unternehmen, das mit der Entwicklung dieses Apparats zur Verbrechensvorbeugung zu tun hat. Darüber hinaus wurde Palantir bei seiner Gründung mit Mitteln von InQtel, dem Risikokapitalamt der CIA, gegründet. Und ihr einziger Kunde war bis 2008 die CIA. Und laut CEO Alex Karp war die CIA immer der beabsichtigte Kunde von Palantir. In den ersten Jahren ihres Bestehens haben ihre Ingenieure über 200 Besuche im CIA-Hauptquartier. Da haben wir hier wieder einen Masterschwurbler mit schwarzem Gürtel, der sagt, wenn sie nicht kontrollierte Opposition ist, macht sie einen unglaublich guten Job. Weiß ich nicht, Bruder. Kontrollierte Opposition wäre jetzt auf irgendeiner Seite bei den Themen, glaube ich, so, weißt du? Die scheint mir jetzt nicht so, als ob die gerade irgendjemanden pusht. Eigentlich macht die alle fertig, Digga. Also die exposed eigentlich den ganzen Laden mehr oder weniger so. Kontrollierte Opposition sind dann mehr die Leute, die dann auch wieder die Sachen, die die sagen, nur sagen, damit die dann am Ende sagen, ja, Trump oder so, weißt du? Oder, ja, ihr müsst das wählen oder ihr müsst auf dieser Seite. Das ist für mich dann mehr oder weniger kontrollierte Opposition. Leute, die so wie sie, die erinnert mich auch ein bisschen so an Ernst Wolf. Ernst Wolf sagt ja auch ähnliche Sachen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die sogar noch ein bisschen tiefer drin ist in der Recherche. Hört sich so an auf jeden Fall. Das scheinen mir so Kandidaten zu sein, die einfach Wahrheit suchen und Punkte miteinander verbinden und auf Schlüsse kommen und die dann teilen mit uns. In Langley gemacht. Die Verbindungen zwischen der CIA und Palantir sind also so eng wie nur möglich. Du machst, einer schreibt doch, sorry fürs Softstop machen, aber einer schreibt doch sehr wahr, aber warum lebt sie dann noch? Du kannst jetzt nicht hinter jedem Menschen, der irgendwie euch versucht näher zu bringen, wie das wirkliche System funktioniert, aber noch lebt, sagen, okay, das ist kontrollierte Opposition, weißt du? Die werden die ganzen Leute nicht einfach so killen können. So, die werden natürlich eingeschränkt und gedrosselt und reichweitentechnisch und dies, das, bla. Aber die können die jetzt auch nicht einfach so umlegen. So. Nicht alle auf jeden Fall. Viele Amerikaner haben also wahrscheinlich keine Ahnung davon. Die hart arbeitenden Amerikaner, die zu einer Trump-Kundgebung gehen und denken, Regierung, halte ich aus meinem Leben heraus. Treten Sie nicht auf mich. Sagen Sie mir nicht, was ich tun soll. Erkenne nicht, dass ein großer Teil des Geldes, das in die Republikanische Partei fließt, von einem Apparat kommt, der sie ausspionieren will, der tatsächlich denkt, dass viele dieser Trump-Anhänger, diese MAGA-Anhänger, die als subversiv bezeichnet wurden, und sie denken, oh, Trump wird uns davor beschützen. Nein, nein, es fließt tatsächlich eine Menge Geld in die Republikanische Partei, von einem Apparat, der tatsächlich glaubt, dass sie im Grunde schlechte Menschen sind. Richtig, sie unterstützen einen Apparat, der sie eigentlich als subversive abstempelt. Liege ich damit falsch? Nein, das tust du nicht. Eines von dieser von Thiel finanzierten und unterstützten Unternehmen, das zu einem militärischen Geheimdienst wie Clearview AI geworden ist, hat Fotos von praktisch jedem Menschen auf der Welt aus dem Internet gesammelt. Die meisten davon von Facebook. Das wiederum ohne die frühen Investitionen von Peter Thiel nicht existieren würde. Sie prahlen mit ihrer Rolle bei der Identifizierung von Personen, die am 6. Januar anwesend waren. Und den Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung von Personen zu helfen, die dort waren.
Ist doch krass, weißt du, das kann ja sein, dass solche Sachen wie Facebook und so, dass da so ein Student am Start war, der gesagt hat, so wie der Zuckerberg, hat man ja auch in dem Film gesehen und so, ey geil, ich will so eine App machen oder so eine Internetseite machen, wo du so Gesichter miteinander vergleichen kannst und diese ganzen Sachen. Dann wird daraus eine Social-Media-Plattform und so, alles schön und gut. Aber dann kommt direkt so ein CIA-Agent um die Ecke und guckt sich den ganzen Laden an und überlegt dann direkt ein paar Schritte weiter, weißt du, und überlegt sich so, okay, krass, wenn es sowas geben würde, würde jeder ein Bild von sich hochladen mit Informationen, Name, dies, das. Und so haben die dann langsam angefangen, durch diese Online-Entwicklung, dass wir alles online teilen, natürlich auch Profile von den Menschen zu machen. Und so ist es natürlich auch für diese Leute viel einfacher, uns auf eine gewisse Art und Weise halt einfach zu wissen, wer wir sind, was wir machen, was unsere Gewohnheiten sind. Und so können wir halt auch wirklich kontrolliert werden, weil wenn du weißt, wie ein Mensch tickt und was der so alltäglich tut, dann kannst du eventuell auch gewisse Mechanismen etablieren oder machen oder ihm vorschlagen, der ihn in eine gewisse Richtung treibt. Wenn du einmal rausgefunden hast, warum Menschen was machen und wie die sich dann bla bla bla, dann kannst du auch irgendwann weiterführend aus diesen Informationen Informationen entwickeln, die diese Menschen zu gewissen Dingen treiben wird. Werden. Wisst ihr, was ich meine? Die natürlich alle Trump-Anhänger sind. Und ab dem 6. Januar gab es eine 26-prozentige Zunahme ihrer Dienste für die Strafverfolgungsbehörden. Sie nutzen es als Verkaufsargument, dass sie Trump-Unterstützer so schnell identifizierten, mithilfe ihrer Gesichtserkennung. Payne sagt gerade, wieso gibt es keine Politiker, die streamen? Gibt's nicht? Gibt's doch, oder? Bestimmt. Erkennungsdatenbank. Das ist unglaublich für mich. Gibt es also buchstäblich Unterstützung? Ich meine, ja, sie unterstützen also wirklich die Leute, die sie verletzen? Ich meine, die Trump-Unterstützer sollten... Ich meine, sie sollten das fordern von Präsident Trump. Und das ist die Sache. Ich weiß nicht, ob Präsident Trump das überhaupt weiß. Ich meine, das ist so eine nuancierte Diskussion hier. Ob er sich dessen überhaupt bewusst ist, vielleicht sollten wir ihm in diesem Fall einen Vertrauensvorschuss geben. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel er über die inneren Abläufe von Palantir und Peter Thiel weiß. Und vielleicht sollten Trumps Unterstützer von Präsident Trump verlangen, dass er sagt, nun, ich will euer Geld nicht. Halten Sie das raus. Das schadet genau den Leuten, für die ich hier stehe und versuche, sie zu unterstützen, oder? Ich meine, ich weiß es nicht. Sag du es mir. Nun weißt du, ich werde mich nicht dazu äußern, was Präsident Trump oder der ehemalige Präsident Trump weiß oder nicht weiß. Ich bin offensichtlich nicht in diese Informationen eingeweiht. Aber was ich sagen werde und der Grund, warum ich... Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Jungs innen nicht Bescheid wissen, so, weißt du, das wäre halt schon ziemlich stupid, wenn die nicht wüssten, was deren eigenen Unterstützer so im Hintergrund am Laufen haben, so. Ich denke schon, dass die da Bescheid wissen. Also, ich denke schon, dass die Bescheid wissen. Das totale Informationsbewusstsein angesprochen habe, ist, dass die Neokonservativen der Bush-Ära, namentlich Richard Perle, einer der Architekten des Irakkrieges, der im Bush-Verteidigungsministerium diente und der extrem enge Beziehungen zu Benjamin Netanyahu hat, er ist die Person, die half, Peter Thiel und Alex Karp zusammenzubringen, als sie Palantir mit John Poindexter gründeten, mit dem ausdrücklichen Ziel. Wenn so eine alternative Journalistin, die eigentlich diese Information gar nicht haben sollte, irgendwie auf diese Information gekommen ist und das weiß, dann wird das wohl der US-Präsident, der mit diesen Leuten zusammenarbeitet, auch wissen oder nicht? Was denkt ihr? Denkt ihr, der weiß nicht Bescheid, was denen seine Supporter, Unterstützer und so im Hintergrund am Laufen haben? Weiß ich nicht. Totales Informationsbewusstsein, als ein privates Unternehmen neu zu erschaffen. Und seitdem sind die Leute, die das unterstützt haben, die etablierten Flügel beider Parteien. Unabhängig davon, ob Trump es weiß oder nicht, gibt es sicherlich Leute in seinem Umfeld oder in seinem Kabinett, die wissen, was Palantir macht. Denn es ist ein sehr altes Programm, das, wie ich hier zeige, bis in die Reagan-Bush-Ära zurückreicht. Aber man könnte wirklich argumentieren, wie es Joshua Levin in seinem Buch Supervillains Valley tut, dass es in den ersten Tagen des Internets, als es noch... Ich kann mir aber doch auch auf einer anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, dass viele von diesen Politikern gar nicht Bescheid wissen, in was für Strukturen die da reingeraten und dass die eigentlich nur Marionetten sind, die genutzt werden, damit wir Bevölkerung jemanden haben, den wir an Pranger stellen können oder über den wir uns aufregen können oder den wir irgendwie beurteilen können und so. Und die wahren Leute, die im Hintergrund die Sachen steuern und entscheiden, die wird keiner von uns sehen oder erst wenn du mies in die Recherche reingehst, wie die Whitney hier an der Stelle oder wir auch, ja, wirst du dann auf gewisse Namen kommen und immer mehr verstehen, dass es eigentlich Leute hinter den Politikern gibt, die die Politiker eigentlich steuern, so, weißt du? Also kann ich mir auch schon vorstellen, aber ich glaube, einige wissen auch Bescheid und sagen sich dann selber einfach, okay, scheiß drauf, ich lasse das mit mir machen, für das Geld, für die Macht, für dieses Feeling, für den Vibe, bin ich dabei.
Weißt du? Ein militärisches Projekt namens ARPANET war, um die Aufstandsbekämpfung ging, um Menschen zu identifizieren, die durch ihre Aktivitäten in diesem speziellen Netzwerk und durch Data Mining eine Bedrohung für den Status quo darstellen können. Das ist etwas, was man bedenken sollte. Denn wenn man sich die Politik des inländischen Terrors anschaut, zum Beispiel während der Clinton-Regierung, dann gab es eine Konzentration auf Veteranen, eine Konzentration auf Milizen. Und im Allgemeinen ist der inländische Terrorapparat auf Amerikaner gerichtet, die sich um die Verfassung sorgen, denen es um die Eindämmung des Überwachungsstaates geht, denen es um die Verhinderung von Tyrannei geht, denen es um die Sicherung der Privatsphäre und der Freiheit geht. Nicht nur für sie selbst, sondern auch für künftige Generationen. Und weißt du, im Großen und Ganzen tendieren viele von ihnen dazu, sich in rechtsgerichteten Teilen der Bevölkerung wiederzufinden. Und ich denke, die Menschen sollten sehr verunsichert sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Peter Thiel einer der Hauptinvestoren von Rumble ist, zum Beispiel. Wie verwendet Rumble? Oder das ist krass, das sind die Alternativen eigentlich. Weißt du, was ich meine? Also die sind jetzt auch schon in den Alternativen drin. Die haben sich jetzt schon Rechte von den Plattformen gesammelt, wo die Leute gerade hingehen, weil die auf YouTube gecancelt werden und so. Verstehst du, wie ich meine? Auch Kick zum Beispiel läuft auf dem Server von Amazon, was wieder auch bei Twitch eigentlich am Start ist, so. Es ist crazy, also es wird selbst bei diesen ganzen Alternativen auch extrem schwierig so. Es ist so krass, also es geht nicht nur um Parteien und Politiker, wo die Alternativen unterwandert werden, sondern auch Plattformen und so. Da muss es hoffentlich immer wieder neue Leute geben, immer wieder neue Plattformen, immer wieder neue Menschen, die Ambition haben, irgendwas Freies an den Start zu bringen. So, und wir brauchen unsere Love Gang Island, damit wir uns verabschieden können von dem ganzen Shit. Will die Nutzerdaten. Er stellt der Überwachungsapparat, zu dem auch Palantir gehört, Profile von Personen, die Rumble nutzen. Es ist sehr gut möglich, dass sie durch Peter Thiel einen finanziellen Anreiz haben, dies zu tun. Und ich denke, es wäre schön, von der Rumble-Führung Klarheit darüber zu bekommen, ob sie Nutzerdaten an die Großgeheimdienste der USA weitergeben oder ob sie sie in irgendeiner Form verkaufen. Denn auch der US-Geheimdienst nimmt sie nicht nur illegal, sondern kauft auch unsere Daten, dass Daten das neue Öl sind. Und einer der Gründe, warum unsere Geheimdienste all diese Daten über uns so dringend brauchen, ist, dass sie ein Profil von uns erstellen wollen, was wiederum genau das ist, was Palantir für sie tut. Und wieder behaupten sie, dass sie Terroranschläge verhindern, bevor sie passieren. Aber Palantir ist auch ein Pionier der sogenannten vorausschauenden Polizeiarbeit, die im Grunde eine Vorverurteilung von Verbrechen ist. Und Pre-Crime ist etwas, das unter der Trump-Regierung tatsächlich legalisiert wurde. Es war Generalstabsanwalt William Barr, der im Justizministerium ein Programm namens DEEP ins Leben gerufen hat. Ein Programm zur Frühzeit... Kick nutzt die Streaming-Server von Amazon, aber die Plattform ist deren eigene. Ja, ja, aber die benutzen die Streaming-Server. Das heißt, wenn Amazon sagt nein, dann ist nein. Wenn die sagen, ihr seid jetzt raus, JungsInnen, dann sind die raus. Und eigene Server an den Start zu bringen, das macht jetzt Rumble gerade. Und das ist ein Riesen-Act. Ich habe mir ein Interview reingezogen von dem Chris, dem Owner von Rumble. So, weißt du? Und da hat er erzählt, wie krass das ist auch, einen eigenen Server an den Start zu bringen, dass die auch schnell funktionieren. Das ist nicht so einfach, wie man denkt, wenn du eine eigene Plattform wirklich auf eigenen Eiern auch machen möchtest, so, weißt du? Das erinnert mich gerade an die Justin-Reaction, die wir gemacht haben. Ich habe das gemacht, um auf meinen eigenen Eiern zu stehen, habe ich vorhin geschnitten, ich habe mich totgedacht, Alter. Auf jeden Fall, das ist nicht so easy, weißt du? Deswegen ist es auch krass, dass jetzt so ein Peter Thiel da krass rein investiert hat und das... Ich find's traurig, weil es hat sich schon so angehört, als ob das eine geile Alternative wäre, so Rumble, weißt du? Und viele Alternativen laufen halt auf den Servern von den Leuten, die es vorher schon am Start hatten, so. Dann sind die halt auch nicht wirklich sicher, so. Timo da hat auch irgendwas mit langweilig gerade reingeschrieben. Na ey, Jungs, ihr seid doch nicht gezwungen, hier mit zuzugucken, ist echt boring, Bro, du würdest besser erzählen. Weiß ich nicht, Digga, ich find's eigentlich... Also am Anfang fand ich's auch ein bisschen zäh, aber mittlerweile durch die Informationen, die darüber gibt, so, finde ich schon wieder spannend so. Gewaltigen Einbindung von Menschen, von denen man annimmt, dass sie zu Gewalt bereit sind. Und das alles geschah nach der Schießerei im Walmart in El Paso. Ich glaube, das war 2019 oder so. Damals forderte der damalige Präsident Trump die großen Technologieunternehmen auf, Software zu entwickeln, um Schützen zu identifizieren, bevor sie Massenerschießungen begehen können. Oder besser gesagt, sie sollten es tun.
Und er zog tatsächlich einen Vorschlag in Betracht, der ihm von seinem Freund, dem ehemaligen Präsidenten der NBC Universal, Bob Wright, unterbreitet wurde und für den seine eigene Tochter, Ivanka Trump, viel Lobbyarbeit geleistet hatte. Und zwar für eine Agentur namens Harper, die eigentlich von Biden gegründet wurde, die aber Was? Mit H. Und als Vorzeigeprogramm von Harper sollte dieses Programm namens Safe Homes sein, bei dem nicht nur die Daten der Amerikaner in den sozialen Medien überwacht werden, sondern auch die Daten, die von Fitbits, Apple TV, dem Alexa-Gerät von Amazon und all diesen Geräten in deinem Zuhause erfasst werden und die dann durch einen KI-Algorithmus laufen, um festzustellen, ob du irgendwelche Frühwarnzeichen für neuropsychiatrische Gewalt zeigst. Was Ach du Scheiße. Dazu führen könnte, dass du zu einem Arzt gehen und an Sitzungen teilnehmen musst. Oder ob du leichte Schwurbelansätze schon hast, weil du Alexa fragst, ey Alexa, ist die Erde rund oder flach? So. Die vom Gericht angeordnet werden und auch zu deinem Hausarrest führen könnten. In diesem Vorschlag waren alle möglichen Dinge enthalten. Und Trump war angeblich davon überzeugt, wie damals berichtet wurde, aber es kam nicht wirklich zustande. Vielleicht hat ihn jemand zur Vernunft gebracht, aber es war sicher nicht Ivanka Trump, die größte Lobbyistin dafür in seiner Regierung war. Aber angesichts der übergroßen Rolle, die Palantir und Big Tech bei der Finanzierung seines Wahlkampfs spielen, glaube ich, dass es definitiv Anlass zur Sorge gibt, dass so etwas wieder aufleben könnte. Vor allem, wenn man bedenkt, dass eine Menge Geld in diesen Apparat zur Vorbeugung von Straftaten geflossen ist. Und tatsächlich gibt es ein anderes Unternehmen, das Peter Thiel finanziert hat und das an der Entwicklung dieses Systems zur Verbrechensvorbeugung in den Vereinigten Staaten beteiligt ist. Bro, die ballert raus und ballert raus und ballert raus, ne? 22 und 22, ich küsse euer Herz. Lieber an euch. Indem es sich Country für Country die neuen 11 Notrufsysteme der Nation übernimmt. Es handelt sich um ein von Israel gegründetes Unternehmen namens Carbi 911, das lange Zeit von Ehud Barak, dem ehemaligen israelischen Premierminister, geleitet wurde. Jeffrey Epstein finanzierte es mit $1 Million. Angeblich hat auch Leslie Wexner, sein größter Gönner, mitgemacht. Und bis zum Bekanntwerden der Verbindung zwischen Epstein und dem Unternehmen saß der frühere Leiter der israelischen Geheimdiensteinheit 8200 im Vorstand des Unternehmens. Ein weiterer Mitarbeiter Epsteins und Nicole Youngerman saß im Vorstand. Sie haben das Unternehmen inzwischen verlassen, aber andere Personen sind dem Vorstand beigetreten, wie der ehemalige Leiter des US-Heimatschutzministeriums unter Trump, Chris. Ach du Scheiße, wo hat die diese Verbindungen her, Alter? Nielsen, sowie Michael Chertoff und auch Peter Thiels Founders Fund hat diesem Unternehmen eine beträchtliche Geldsumme zukommen lassen. Und ein enger Mitarbeiter von Thiel, der im Übergangsteam, insbesondere für das Pentagon der Trump-Administration diente, das erste Mal Trey Stevens, hat auch im Vorstand des Unternehmens gedient. Auch als es offen mit dem israelischen Geheimdienst verbunden war und auch in der Gegenwart und Carbon 911, was es tut. Darf ich dich einfach fragen, denn in der vergangenen Woche berichtete USA Today, dass es in den USA bereits 8 größere Ausfälle des 911-Notrufnetzes gegeben hat. Das ist ein großes Problem. Meine, kurz vor den Wahlen fragen sich viele Leute, könnte es zu einem großen nationalen Notfall kommen? Und jetzt fallen überall in den USA die 911-Netze aus, wie USA Today in der vergangenen Woche berichtete. Ist das ein Versuch zu sagen, hey, euer Notrufnetz ist ausgefallen? Nun, wir haben die perfekte Lösung für dich. Da ist jetzt ein Israeli hinter 911. Ja, das ist im Wesentlichen das, was jetzt passiert. Und es ist eigentlich schon seit mehreren Jahren in Arbeit. Seit einigen Jahren gibt es Lobbyarbeit, um das derzeitige System der Notrufzentralen in den USA zu ersetzen, das dezentralisiert ist und mehr oder weniger auf den einzelnen Bezirken basiert, um es durch ein neues nationales föderales System namens Next Generation zu ersetzen oder NG911. 9/11 steht seit seiner Gründung in engem Kontakt mit der wichtigsten Lobbygruppe für NG911 und soll der bevorzugte Anbieter sein, wenn die Gesetzgebung für die nächste Generation von 9/11 durchgesetzt wird. Und wie damit, du weißt, wichtigen Leuten im DHS, wichtigen Leuten mit Verbindungen nicht nur zur Trump-Administration, sondern auch zu Peter Thiels Founders Fund und auch mit einem anderen von Thiel unterstützten militärischen Auftragnehmer, der jetzt die virtuelle Grenzmauer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko baut und bohrt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Carbon 911 für eine bevorzugte Behandlung in der Zukunft vorgesehen wäre. Aber was ist das Problem mit dem Carbon 911? Nun, früheren Berichten zufolge, bevor sie nach Bekanntwerden ihrer
ihrer Verbindung zu Jeffrey Epstein große Teile ihrer Webseite gelöscht haben, kann eine Notrufzentrale, die Kabeln mit einem Smartphone anruft, so ziemlich alles, was man auf dem Telefon hat, auslesen und in ihrer Datenbank speichern. Und sie nutzen diese Datenbank nicht nur, um zu beurteilen, was im Moment vor sich geht, sondern sie können auch alle Datenpunkte, die sie auf ihrem Telefon für relevant halten, nutzen, um einen Algorithmus zu bestimmen, der feststellt, wo in Zukunft Verbrechen geschehen könnten und welche... Nein, was? Kriminalitätsschwerpunkte in den nächsten Wochen oder Monaten entstehen könnte, richtig? Dies ist also im Wesentlichen eine weitere Komponente des Pre-Crime-Systems und Carbon. Einer sagt, mir fällt der Name Trump ein bisschen zu viel, weiß nicht. Ja, das ist aber auch, das ist dem geschuldet, meiner Meinung nach, weil viele Leute auch auf ihn reinfallen, so, weißt du? Also die meisten Leute haben schon verstanden, dass der Biden ein Nichtsnutz ist, so, und dass der auf jeden Fall kontrolliert wird von hinten. Leider sind sehr viele Leute auf Trump aktuell reingefallen und es wird auch immer mehr gerade, weißt du, dadurch, dass der halt auch so ein gutes Marketing fährt. Durch dieses Attentat ist es auch so, da hat er noch mehr Zuspruch bekommen. Jetzt hängt er in irgendwelchen Livestreams von den größten Streamern in Amerika ab und so. Also der macht schon halt heftiges Marketing und ich glaube, so eine Whitney zum Beispiel, die will einfach nur dafür sorgen, dass die Leute auch einfach wissen, wer das ist. Ihr könnt doch am Ende des Tages sowieso machen, was ihr für richtig haltet, so. Weil am Ende des Tages muss jeder das tun, was er amazing findet, so. Weißt du? Aber ich find's gut, dass es Menschen gibt, die versuchen aufzuklären, die jetzt auch nicht irgendwie irgendwelche linken Wokies sind, die jetzt sagen, ja, ihr müsst Biden wählen oder so, sondern die einfach so wie ich auch sagen, das ist der gleiche Haufen und so. Es spielt keine große Rolle, wen du wählst. Du kannst mit einer Wahl nicht wirklich was verändern, weil es halt Mächte hinten dran gibt, die die Fäden in der Hand haben und die machen, was sie für richtig halten, ob du jetzt irgendwas wählst oder nicht. Weißt du? Hat auch darüber gesprochen, wie sie planen, in intelligenten Städten zu funktionieren, wo in der Zukunft Menschen nicht 9/11 anrufen werden, sondern intelligente Geräte auf der Straße, wie Straßenlaternen und andere Gesichtserkennungskameras und solche Dinge, in der Lage wären, 9/11 zu benachrichtigen, ohne dass ein Mensch auch nur in den Anruf oder die Meldung eines Notfalls involviert ist. Sodass dies ein sehr Orwellsches Unternehmen ist. Krass, Digga. Das heißt, wenn du jetzt in Gefahr bist, dann es wird uns dann so verkauft werden, dass wenn wir in Gefahr sind, dass automatisch der Notruf gerufen wird und dass es was Gutes ist, ohne dass du den Notruf rufen musst. So. Aber das heißt auch automatisch, dass du eigentlich 24/7 kontrolliert wirst. Weißt du, was ich meine? So. Das ist crazy, Bro. Und das wird durch die Angst passieren. Das wird durch die Hintertür wiederkommen mit irgendeiner Angst, die ausgelöst wird, irgendein Virus, irgendein, weiß ich nicht, ein Bürgerkrieg oder was auch immer, so dass du sagst, ja, Digga, ich will diese Kontrolle hundertprozentig abgeben, weil ich will sicher sein, so. Sicherheit und Freiheit wird sich immer widersprechen, meine lieben Freunde. Davon könnte ausgehen. Mercedes, was geht ab? Wie geht's dir? Alles gut? Offensichtlich sind die Leute, die es meiner Meinung nach finanzieren, wahrscheinlich nicht vertrauenswürdig, wenn man bedenkt, was ich zuvor über Peter Thiels Beteiligung an Palantir sagte. Seine Bemühungen, Tia zu privatisieren und dann später, du weißt, Facebook zu gründen, das im Wesentlichen am selben Tag gestartet wurde, an dem ein anderes SAPA-Programm namens LifeLock, das genau das tut, was Facebook tut, eingestellt wurde. Und dann kommt Facebook zurück und sein erster großer Investor, der es auf die Landkarte bringt, ist Peter Thiel. Und es hat all diese... Krass, dieser Peter Thiel scheint auch ein mieser Charakter zu sein, ne? Muss man mal in die Recherche reingehen. Habe ich jetzt auch erst im jetzigen Zusammenhang das erste Mal mit Ernst Wolf, wo wir uns da ein Video reingezogen haben, zum ersten Mal von gehört. Daten über unser Leben gesammelt, die es mit unserer Regierung teilt. Und außerdem, ich meine, es ist einfach totaler Wahnsinn. Ich meine, all diese Leute haben ein Panoptikum errichtet und wir haben ihnen sehr, sehr lange Zeit freiwillig unsere Daten gegeben. Und sie haben sie benutzt, um Profile von uns zu erstellen. Und deshalb ärgert es mich persönlich sehr, wenn Leute versuchen zu sagen, dass Peter Thiel ein Libertärer ist. Sicher behauptet er das öffentlich in seinen Reden und Büchern. Er sagt bestimmte Dinge, weißt du? Aber wenn man sich seine Taten ansieht und was er getan hat, dann ist die Entwicklung eines Tools wie Palantir für die Regierung buchstäblich das am wenigsten Libertäre, was man tun kann. Nichts ermächtigt die schlimmsten Aspekte des Staates mehr als ein Unternehmen wie Palantir. Muss ich halt die Trump-Anhänger crazy, Digga. Vorstellen. Ist der ein Deutscher eigentlich, Peter Thiel? Hört sich so an, ne? Sonst doch bei der Kundgebung in Butler, Pennsylvania waren. Ich meine, ich frage mich, wie viele dieser Trump-Anhänger dort waren, die, als sie ihre E-Mails hin und her schickten und ihre Informationen über die Ankunft bei ihrer Kundgebung erhielten, weißt du, keine Taschen oder hier ist die Liste mit Informationen von der Trump-Kampagne. Wie viele dieser Leute wurden profiliert?
und befinden sich jetzt in einer Datenbank, die in irgendeiner Form von Palantir unterstützt wird. Und sie haben keine Ahnung, dass sie wahrscheinlich als solche gekennzeichnet sind. Und das ist für mich einfach unfassbar. All diese Trump-Unterstützer gehen also hin, um Präsident Trump zu unterstützen. Sie wissen nicht, dass im Hintergrund das Geld, das hereinfließt, sie überwacht und beschattet und sie im Grunde als Subversive gegen die Vereinigten Staaten abstempelt. Wie gesagt, wir kennen die Kriterien nicht, die Palantir oder die Geheimdienste verwenden, um zu bestimmen, wer subversiv ist und wer nicht. Aber wenn 2008 3 Millionen Amerikaner darauf waren, dann kann ich dir versichern, dass sie jetzt im Jahr 2024 viel größer ist, wenn man die Datenmenge bedenkt, die seitdem aufgesaugt wurde und alles, was seitdem in diesem Land passiert ist. Was mich also wirklich beunruhigt, ist, dass die Leute wieder einmal glauben, dass Trump in seiner zweiten Amtszeit den tiefen Staat bekämpfen wird. Damit spielt er ja auch. Warum sollte er das? Er lädt diese Leute als Spender ein. Und nicht nur das. Wenn man bedenkt, dass Leute wie Jamie Dimon von JP Morgan, der dazu beigetragen hat, das Vermögen der Amerikaner während der Finanzkrise 2008 zu schröpfen und ihn zum Finanzminister zu machen, ist die Tatsache, dass er das überhaupt in Erwägung zieht, offen gesagt sehr beunruhigend. Und weißt du, ich denke, ein Teil davon geht auf die Bemühungen zurück, den tiefen Staat als ein Gebilde zu definieren, das nur aus Demokraten besteht. Aber noch einmal, der tiefe Staat bezieht sich, zumindest meiner Meinung nach, auf die nicht gewählten Beamten, die zwischen den Regierungen in der Regierung dienen. Und sie wissen, dass es sich um eine Art nicht gewählte Bürokratie handelt. Und sie wissen, dass wir in der amerikanischen Geschichte gesehen haben, dass sie jede Regierung leiten, egal ob sie demokratisch oder republikanisch ist. Und im Fall von Trump können wir sehen, wie seine politische Bilanz aussieht, ob er sich dem tiefen Staat bei Dingen wie Covid oder Massenerschießungen oder Gesetzen mit roter Flagge und solchen Dingen widersetzt. Und ich denke, die Menschen sollten zurückgehen und die Politik betrachten und sich nicht so sehr von der Dynamik politischer Kampagnen leiten lassen. Denn politische Kampagnen sind Verkaufsargumente, aber... Ganz einfach. Das ist ganz einfaches Marketing. Genauso wie eine Firma Werbung für ihre Produkte machen wird. So. Verstehst du? Die wollen eure Stimme haben. Das ist deren Job. Wir sind diejenigen, die so blöd sind und darauf reinfallen teilweise. Die machen Marketing, die wollen deine Stimme, auch wenn sie dich anlügen müssen. Das ist denen scheißegal, weil die wollen deine Stimme. Und wenn du deine Stimme abgegeben hast, dann ist denen scheißegal, wie es dir geht, was du machst und ob du jetzt deine Wünsche befriedigt werden oder nicht. Wenn sie deine Stimme haben, ist alles zu spät. Mehr brauchen die nämlich nicht, weil dann sind sie schon gewählt. So, die müssen dich danach nicht mehr befriedigen, außer sie wollen nochmal gewählt werden. So. Und dann schmeißen die wieder eine Kampagne an, kurz vor der nächsten Wahl. Und dann fällst du wieder drauf ein, dann haben die wieder deine Stimme und dann bist du... Wie wir in der amerikanischen Geschichte gesehen haben, halten Präsidenten ihre Wahlversprechen nicht ein. Wenn sie es tun, halten sie nur sehr wenige. Und weißt du, leider steht in diesem Land sehr viel auf dem Spiel. Ich glaube nicht, dass die Menschen auf unbestimmte Zeit für das kleinere Übel stimmen können, wenn sie letztendlich demselben System verpflichtet sind, das diesen überparteilichen Überwachungsstaat aufbaut. Und was mich besonders beunruhigt ist... So, Whitney, ich küsse deine Zirbeldrüse. Beste Frau. Dass einige von Trumps... Endlich mal so eine geile Frau, also jetzt nicht geile Frau, ich wollte das nicht so sagen, Bruder. Haut, Sexismuskarte, endlich mal eine Frau, die so geile Talks raushaut, so eine verschwurbelte Aluhut-Girl. Weißt du, wie ich meine? Die voll die Infos hat und so, feier ich, ja? Fühl ich gerade. Torik auf der Wahlkampftour dieses Mal Dinge wie ein biometrisches Einreise- und Ausreisesystem für die USA fordern. Man müsste also sein Gesicht scannen, um die Grenze zu überqueren oder auf einem Flughafen zu fliegen oder international zu reisen. Und das ist eigentlich etwas, das aus den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 stammt. Und deshalb wird es in diesem und im nächsten Jahr weltweit in Südamerika, der EU und Großbritannien eingeführt. Warum wirbt er also dafür? Warum werben seine Wahlkampfanwälte für den Einsatz biometrischer digitaler Ausweise bei der Stimmabgabe? Warum können wir keine physische Ausweise für die Wahl verwenden? Müssen wir uns wirklich der digitalen Agenda beugen, um diese Probleme in den Vereinigten Staaten zu retten oder zu lösen? Weißt du, ich glaube nicht, dass das wahr ist. Und lange Zeit war Candace Owens mein Liebling so von den Frauen in Amerika, die auch so Content machen und so, aber die ist ja auch auf dem, leider ein bisschen auf dem, auch auf dem Trump-Zug unterwegs. Deswegen, ich glaube, Whitney ist meine Favoritin jetzt hier, international, im internationalen Raum. It's my girl. Leon, liest du überhaupt YouTube-Chat? Natürlich, MyFly, ich bin da. Ich lese beide komplett. Die stehen direkt nebeneinander hier.
denke, das spricht wieder für den Einfluss von Big Tech auf unsere Politik. Denk auch daran, dass einer der großen Tech-Barone, die hinter beiden stehen, Eric Schmidt ist. Und Eric Schmidt ist neben Peter Thiel Mitglied des Kevin, mach den Kopf zu. Lenkungsausschusses der Bilderberger. Und Bilderberg ist ein Treffen von Globalisten hinter verschlossenen Türen, bei dem Leute wie der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums und all diese Leute zusammenkommen, um im Wesentlichen den Kurs der globalen Ereignisse für das nächste Jahr festzulegen. Peter Thiel, ein republikanischer Spender, und Eric Schmidt, ein demokratischer Spender, sitzen alle im Lenkungsausschuss. Und laut einem Newsweek-Artikel aus dem Jahr 2019 sind Thiel und Schmidt die einflussreichsten Personen dort. Die Uni-Partei ist sich also in vielen Dingen einig, in denen sie sich nicht einig ist. Und ich denke, wir sollten uns die Überwachungsagenda sehr ernsthaft ansehen. Voll, voll. Und weißt du, vielleicht sind diese Informationen für die Menschen beunruhigend, was sie zu Recht sein sollten. Aber die Antwort darauf ist ganz einfach. Wir müssen anfangen, diese großen Tech-Bären unserer Daten auszuhungern und aufhören, sie unsere Daten ernten zu lassen. Und du weißt, wir werden auch durch die psychologischen Operationen manipuliert, von denen wir wissen, dass sie online durchgeführt werden. Weil der tiefe Staat, das Militär und die Geheimdienste nachweislich Millionen von Dollar in die Verwendung von Bots und anderen Werkzeugen gesteckt haben. Ich schwöre dir, ist so. Whitney den Manhattan, die hat es auf den Punkt gebracht, ich schwöre es dir. Ohne Scheiß. Es ist so. Die lenken auch, auf was wir uns gerade kontrollieren. Die haben, die können Bots aktivieren, die auf einmal Kommentare schreiben und liken und Videos pushen und so. Das ist für die ganz easy. So, wenn irgendein Newcomer-Rapper Klicks kaufen kann, Digi, was denkst du, was der Staat dann machen kann? Willst du mich verarschen? Weißt du, was ich meine? Die hat recht. Die hat recht. Um Online-Diskurse zu manipulieren. Ein Vorschlag der US Air Force für genau diesen Zweck sagte, dass sie 2014 erforschten, wie man soziale Medien nutzen kann, um Menschen wie Drohnen zu kontrollieren. Wie unbemannte Drohnen. Like drones is crazy. Obwohl, Yuval Harari sagt ja auch hackable animals und so, ne? Richtig. Das ist also die Art von Forschung, die der tiefe Staat betrieben hat, um das Online-Verhalten der Amerikaner zu manipulieren. Und wenn der tiefe Staat Amerikaner nicht mag, die gegen die Übergriffe der Regierung protestieren oder die Verfassung schützen wollen, sollten die Menschen sehr wachsam sein. Nicht nur in Bezug darauf, wie ihre Daten verwendet werden und was sie online sagen. Sondern auch bei so ziemlich jeder Interaktion, die sie mit einem Online-Raum haben, einschließlich der Frage, wie sich die Informationen, die sie konsumieren, auf sie auswirken. Bedenke, dass Elon Musk ein Auftragnehmer des Pentagons ist. Würde er dem Pentagon sagen, dass sie die Werkzeuge, die sie in den letzten Jahren für PsyOps entwickelt haben und in die sie Millionen und Abermillionen von Dollar gesteckt haben, nicht verwenden können? Würde er es ihnen verbieten? Und er verlässt sich auch auf Pentagon-Verträge für den Erfolg seines Unternehmens. SpaceX zum Beispiel. Weißt du, ich denke, diese Fragen sollten gestellt werden. Ist so, Digga. Die präsentieren sich als die Heiligen, die Alternativen anbieten und so und sind Teil desselben. Das sind diesen Teil. Desselben Kultes nenne ich jetzt einfach mal so, weißt du, wie ich meine? Einer sagt gerade, Axel hier sagt gerade, alles kann für das Gute oder das Böse verwendet werden. So sehe ich das auch, hundertprozentig. Ich sehe das genauso wie du, mein Jutster. Das Problem ist halt, dass die Leute, die gerade so mehr oder weniger die Calls machen, halt nichts Gutes mit uns als Menschheit vorhaben, so, weißt du? Die mächtigsten Leute der Welt, meiner Meinung nach, aktuell, haben nichts Gutes mit uns vor, die haben keine gute Intention, die gehen nicht mit reinem Herzen an die Sache, die beten den Teufel an und machen irgendwelche Rituale in irgendwelchen Wäldern, Bro. Weißt du, was ich meine? Die sacrificen da Dinge und so ein Scheiß. Das sind die Leute, Bruder. Und wenn diese Leute diese Technologien maßgeblich für sich einnehmen und in der Kontrolle haben und steuern, so, dann werden die diese Technologien für was Böses nutzen, so. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass die Leute, die uns beherrschen, ich lasse mich nicht beherrschen, aber die meisten Leute lassen sich noch beherrschen, dass die ein reines Herz haben und mit reinem Gewissen versuchen, was Gutes für uns zu kreieren, weißt du? Du hast doch in der Dokumentation, die wir uns vorher reingezogen haben, hast du ja auch leider gesehen, so Leute wie Nikola Tesla oder so, die halt wirklich für den Menschen Entwicklung machen wollen und wollen, dass alle Menschen irgendwie freie Energie haben oder freies Wasser zur Verfügung und diese ganzen Sachen, die werden... Bro, die werden runtergehungert, weißt du? Denen werden die Geldhähne zugedreht, die werden sterben, teilweise werden die um die Ecke gebracht, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf an der Stelle, weißt du, wie ich meine? So, es ist halt einfach so. Nichtsdestotrotz dürfen wir den Kopf nicht in den Sand stecken, weil solange wir liebend bleiben und solange wir das tun, was wir für richtig halten und uns von diesen Leuten nicht steuern lassen und nicht auf deren Niveau runtergehen,
und uns versuchen, so weit wie möglich von diesen Sachen fernzuhalten, wird auch alles gut werden. Weißt du? Es wird alles gut werden. Macht euch da mal keine Sorgen. Das passt schon. Die Welt geht genau in die Richtung, in der sie gehen soll. Wir brauchen diese Situation. Wir brauchen diese Sachen. Wir brauchen auch, dass es immer schlimmer wird und immer intensiver wird, damit mehr Menschen aufwachen und dass wir dann irgendwann den Change initiieren können. Deswegen, es läuft alles genau richtig. God's plan, bro. Ganz offen gesagt. Und weißt du, ich will den Leuten nicht sagen, dass sie zwischen jetzt und November keine Nachrichten verfolgen sollen. Aber ich denke, wer sich zwischen jetzt und November gesünder fühlen will, sollte vielleicht verantwortungsbewusst mit den Informationen umgehen, die er konsumiert und wie viel Zeit er online verbringt. Ist so. Und es ist auch möglich, einen Nachrichtenfeed zu pflegen, ohne soziale Medien zu nutzen. Viele Menschen haben die RSS-Feeds vergessen. Sie können die Websites oder URLs ihrer Lieblingsseiten und Sendungen eingeben und ihren eigenen Newsfeed erstellen, der von den sozialen Medien nicht manipuliert werden kann. Und das kann etwas sehr Wichtiges sein, auf das man sich verlassen kann, wenn wir uns dem November... Einer schreibt gerade, lol, du denkst, von alleine wird alles gut werden. Nein, ich sage dir, es ist alles gut. Weil ich glaube an Gott, ich bin gottesfürchtig und ich habe mich ihm hingegeben, dem Universum. Nenn's, wie du es willst. Aber ich vertraue. Also, ich sitze nicht zu Hause und habe jetzt Angst und denke, ich muss irgendwas machen, was unbedingt... Nein, Bro. Ich muss einfach nur bei Gott bleiben, bei mir bleiben und mir bewusst machen, dass alles gut ist und nicht wird. Ist. Ist das Stichwort. Mal nähern. Aber wie gesagt, ich habe schon eine ganze Weile geschimpft. Nein, das ist, was ich tue. Benutze eine App auf meinem iPad, meinem Mac, namens Reader. Und das ist ein RSS-Reader. Und ich habe bestimmte Nachrichtenquellen abonniert, von denen ich weiß, dass sie nicht Teil der Deep State Agenda sind und von denen ich, du weißt, zuverlässige Informationen bekomme, wie zum Beispiel dein, wie... Frank, du hast ein Problem mit der Aussage, weil du selber wahrscheinlich in so einer Panik bist und denkst, dass du gerade in der Hölle lebst und so. Und das machst du mit dir selber, weil du jetzt gerade schreibst, na dann kann die Welt ja so bleiben, super. Die Welt ist noch nie so geblieben. Eine Entwicklung findet immer statt. Es geht immer in eine gewisse Richtung rein. Das kannst du nicht aufhalten. Das ist das Leben. Alles entwickelt sich. Nichts bleibt stehen. Und wenn du als Mensch stehen geblieben bist und dich nicht mehr entwickelst, dann solltest du dir Gedanken darüber machen, weil in dem Moment, wo du stehen bleibst, bist du tot. Und es lebt alles um uns herum. Deswegen, alles wird sich entwickeln. Nichts bleibt so, wie es ist. So. Und du musst dich halt fragen, wie willst du mit der Entwicklung umgehen? Willst du dich nach Hause, zu Hause einsperren und dann denken, fuck, und alles ist scheiße und ich habe jetzt Depression und die Welt ist so böse und die Welt ist so scheiße? Oder willst du sagen, ey, ich glaube an Gott? Und so, ich vertraue darauf, dass alles genau dahin geht, wo es hingehen soll. Und ich glaube auch daran, dass alles genauso, wie es ist, gut ist. Und weil wenn du an Gott glaubst, dann kannst du nur das glauben. Es geht nicht anders, weil Gott macht keine Fehler, Digga. So, es muss alles genauso passieren. Auch wenn sich's manchmal blöd anfühlt, weißt du, und du dir manchmal denkst, ey, die Welt ist gegen mir, weil jetzt schreibt doch einer, du bist so naiv. Es hat nichts mit Naivität zu tun, das ist Glauben, das ist hundertprozentiger Trust, das ist furchtlos, die Welt und das Leben so zu akzeptieren, wie es ist. Und manchmal fühlt sich an, als ob die Welt gegen dich ist oder als ob irgendwelche Dinge gegen dich passieren, aber nichts passiert gegen dich. Du verstehst nur gerade noch nicht, warum das passiert ist, aber am Ende passiert alles für dich. Alle Sachen, die du erstmal als negativ bewertest, haben langfristig gesehen meistens irgendwann den Punkt, wo du dir sagst, krass. Da habe ich das oder das draus gelernt, Digga. So oder so bin ich daran gewachsen. Da bin ich stärker geworden. Deswegen bin ich der Mann, der ich heute bin oder die Frau, die ich heute bin. Nichts passiert gegen dich. Alles passiert für dich. Veränder dein Mindset in die Richtung und dein Leben wird einfacher werden. Ich küsse dein Herz. Unlimited Hangout, deine Webseite und andere. Ich lese sie jeden Tag. Und ich denke, wenn die Leute einfach nur Apple News oder Google News einschalten oder ihre Quellen wie Yahoo News, CNN und so weiter beziehen, werden sie natürlich mit einem ständigen Strom von Propaganda gefüttert, über die sie sich bewusst werden sollten vor dieser Wahl. Da wir gerade von Unlimited Hangout sprechen, da neue Artikel über Peter Thiel und das ganze Geld. Die Frau, die ich heute bin. Hör doch auf, Junge. Ich wollte die Mädels mal inkludieren, Digga. Jetzt machen die Jungs sich schon wieder lustig hier, Digga. Was soll ich dir sagen, Bro? Und dann wundert ihr euch, warum ich dann wieder sexistisch rede. Nein, Spaß. Bester Mann, Digga. Das war lustig gerade. Ich glaube, Gott oder wie man diese Energie nennen möchte, wird uns nicht helfen. Helfen müssen wir uns selbst. Gott ist nicht irgendwo dort oben. Er lebt in uns selbst. Ja. Also alles, was ich sage, ne, müsst ihr auch so interpretieren. Weil Gott ist für mich alles.
Vielleicht hört sich das für den einen oder anderen manchmal so an, wenn ich Gott sage, dass es irgendwas Externes ist. Aber ich habe euch ja auch schon gesagt, was meine Gottesphilosophie ist. Und ich weiß, dass Gott in uns allen lebt. So. In allem, was lebt, lebt so. Und deswegen weiß ich auch, dass ein Teil von Gott in mir lebt. Und dass, wenn ich sage, ich vertraue Gott, ich auch damit meine, dass ich mir selbst vertraue. Weil ich bin im Endeffekt ein Teil von Gott. Wir sind alle Teile von Gott. So. Stellt euch vor, Gott ist die Sonne und wir sind die Sonnenstrahlen. So sehe ich das ein bisschen. Das in den letzten Jahren in die Uni-Partei floss, ist gerade erschienen. Ich ermutige dazu, dass wir es in der Beschreibung verlinken, damit die Leute den neuen Artikel von Whitney Webb lesen können. Immer wieder verblüffend. Ich meine, es gibt ungefähr 10 Dinge, über die du heute gesprochen hast, die mich einfach umgehauen haben. Und ich hoffe, dass unsere Zuschauer heute mit einem offenen Geist und einem offenen Herzen an die Sache herangehen. Es ist sehr leicht, sich in der Propaganda zu verfangen, die sie gerade aus Milwaukee und aus allen Nachrichten über die Berichterstattung über diese Reden sehen. Frank, meinst du das ernst, Frank? Wenn du es ernst meinst, dann weiß ich das echt zu schätzen, dass du das hier reinschreibst, so weißt du. Der Frank, mit dem ich gerade so ein bisschen hin und her hatte, sagt jetzt gerade, Leon, du hast mir gerade echt eine Lektion erteilt fürs Leben. Und wenn das wirklich so ist und es dafür sorgen kann, diese Ansicht, die ich dir eben gegeben habe, dass du ein bisschen leichter wieder lebst und ein bisschen loslassen kannst, und dann macht mich das im Herzen happy, Bro. Sollst du wissen, Digga, ich hab Gänsehaut gerade. Nichts anderes will ich nämlich, Digga. Ich will nicht hier einen auf Ding machen, oh, ich bin der Allwissende und ich weiß alles besser und so. Ich will nur teilen, was mir geholfen hat mit anderen Leuten und hoffen darauf, dass es anderen auch helfen kann, so. Weißt du, aber denk daran, dass hier Geld fließt und wir müssen dem Geld folgen und dürfen uns nicht täuschen lassen. Lasst euch nicht blenden, was diese Politiker euch erzählen. Wenn ihr frei sein wollt, müsst ihr zuerst euren Geist befreien. Whitney Webb, vielen Dank, wie immer, dass du bei uns warst und mich wie immer umgehauen hast. Danke, dass du mich eingeladen hast. Whitney, I love you. Scheiße. Whitney ist krass. Hast über diese wichtigen Themen zu sprechen, denn ehrlich gesagt lassen nicht genug Leute in den alternativen Medien wirklich eine Berichterstattung über Peter Thiel zu. Er ist einer der wichtigsten Geldgeber für viele große Namen in den alternativen. Whitney hat hier gerade miese Recherche mit uns zusammen gemacht. Am Anfang war ich auch kurz und so und ich habe jetzt aber bis zum Ende durchgezogen, 36 Minuten und ich fand's spannend. Medien. Danke, dass du ein Name bist, dem ich in den alternativen Medien definitiv vertraue. Ich schätze dich und dein Programm sehr. Oh, danke. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ja, wir nehmen kein Geld von euch und wir nehmen kein Geld von irgendjemand anderen. Wir haben ein paar Sponsoren in unserer Sendung, aber wir werden von unseren Zuschauern unterstützt und ich denke, das hilft uns, auf diese Weise unabhängig zu bleiben. Also vielen Dank, Whitney. Wir wissen das wirklich zu schätzen. Guck mal, wie die lacht, Digga. Geile Frau, ich höre. Danke, mach's gut. Whitney, den Mann, Alter. I love you. Hab mich ein bisschen verliebt, Chat, sag ich ehrlich. Whitney! Yo, Alter. Schreibt mal eure Gedanken auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Ich fand das ein mies interessantes, spannendes Video von Whitney Webb über den Deep State und wie die Parteien miteinander funktionieren. Vor allen Dingen auch dieser Peter Thiel und so. Also da sind ein paar Sachen für mich persönlich jetzt rausgekommen, die ich so gar nicht richtig auf dem Schirm hatte, weißt du? Wild. Wild.